Defense rauszukommen. Und rein in die Offensive. Nobisi wird komplett geengt. Vorne. Setzt noch die Bubbles ein. Die eine. Wow, war eine interessante Decision hier gerade. Ja, war sehr interessant. Dennoch. Kane kommt rein. Pressure ein bisschen Dark Demons rein. Und mit Dark Demons ist noch nicht vorbei, der Push. Fisch, 86 zu 63, das ist nicht viel. Also Colorfuls kann das tatsächlich noch holen. Vor allem in einer Situation wie diese hier gerade. Zu Bookie hier mit einem wunderschönen Pick, mit einem sehr wichtigen Pick. Und die nehmen jetzt, die nehmen die Top White jetzt ein. Sploosh hier gegen die Goldfischkanone kann sie noch einfangen. Mit Hilfe des Pains, was sie hier halt bietet. Tsubuki gegen... Oh, Tod hat's gewissen. Guck, du hast Dreierschwapper. War nicht bad. Du hast Dreierschwapper. War nicht bad. 25 und 20 Kills. Was ist jetzt aktuell das Problem? Ist am Ursprung des Ausgleichs in meinem... Bessert hält halt ihre eigene Hälfte, aber das wird halt nicht reichen, weil sie sind halt 18% ungefähr. Aus Sekunden Double-Kill. Rückstand. Und jetzt ist der Vibe wieder da. Und das ist auf jeden Fall das Game. Danger für Bessert. Macker gekämpft, aber gegen kein Take ist wieder ohne Pick. Und das ohne aimen zu müssen, nicht schlecht. Ja. schöner Snipe hier auch von Lindorm an der Stelle tatsächlich. So, ja. So, Torboy ist der Letzte, wird von Tim unter den Druck gesetzt, wird und aber jetzt gepickt vom Sniper, glaube ich. Ja, Lindorm, hat man ja auch on-stream. Also, Lindorm hier mit einem schönen Doppelsnipe on-stream geht jetzt auch tatsächlich nicht auf den Turm, sondern positioniert sich lieber anders und holt Nudels aus dem Chat. Keine allzu schöne Situation an. Also das war böse Teleportation. Tacos hier auch tatsächlich noch mit einem Blatscher und auch dem Kalligrafen. Und Lu geht hier einfach mal hyperaggressiv rein und konnte hier den ein oder anderen Kill mit durchnehmen. 3 Tote an der Stelle auch tatsächlich für Rising Tides. Das heißt, Yukio kann ja auch direkt den Korb öffnen. Korps bringt jetzt hier auch die nächste Supermuschel direkt rein. 54er Busch direkt von Anfang an hier für die Tacos. Frage ist, wie können sie da aufbauen? Korps bringt noch ganz, ganz viele weitere Muscheln rein, während hier also ihre Teammitglieder natürlich ordentlich haken. 36 sind wir jetzt aktuell. Sabi, der jetzt hier ein bisschen unter Druck ist. Korps kommt erneut mit noch weiteren Clams. Yukio genauso. Und kann das hier vielleicht schon der erste K.O. auf 0 werden? Kann es. Oh, Wolfi flankt mit den Bubbles. 2 Kills und das Tor. Holt sich ein. Holt sich noch eine zweite. Also der Charger ist alleine. Ist jetzt hier am Wegrennen. Er will scoren, ob das so schlau ist. Ja, ist es, weil er die Zauberung fangt. Und das sind 27 kostenlose Punkte. Mappy und Fallen backen das noch ab. Und nach einer sehr, sehr schweren Anfangsphase mit Dixon haben sie das dann doch sehr deutlich gedreht am Ende mit dem Score her. Ja. 12%, den du mitnehmen willst. Alle sind drin. Einer ist down von Liquid Zone. Kann Walker einen weiteren Pick holen? Walker holt den zweiten Pick. Kann Walker den dritten holen? Einer da jumpt rein. Da kommt der Jump rein. Walker Benji stirbt. Benji stirbt. Und vorne ist die letzte. Mappy holt den Pick. Mappy geht in den Internet rein. Sicher eine sehr gefährliche Position. Holt ihn on direct. Den zweiten Pick. Und jetzt sind 3 down. Auf Seiten von BWS, das willst du eigentlich nicht sehen. Auf BWS-Seite jetzt gerade. Liquid Zone Pressure da gut rein. Der nächste Inkjet kommt raus. Die Armor ist draußen. Einer down auf Seiten von Liquid Zone. 3-3-Situation. 3-2-Situation. Sie müssen an den Tower kommen. Der Tower ist auf neutral gestellt, aber neutral reicht nicht aus. Sie müssen ihn in ihrem Favor haben. Mephi geht auf den Turm. Mephi holt Walker und damit die Silbermedaille für Liquid Zone. Zumindest die sichere Silbermedaille. Gold ist ja noch auf der Karte. Erneut die Führung noch weiter ausbauen. Wartet vom Gegner, kommt mit der Kuhkugel. Wirft sie gegen die Wand. Kann Dennis holen. Kann sogar 2 Leute picken. Nur eine Person von
Lustig Meister am Leben. Der Timer geht weiter runter für Titan Squids. Können sie hier noch die Führung in der Overtime? Es sieht gut aus. Und sie holen hier die Führung. Was ist unten? Doch, der Roller ist da. Kann Fox holen. Holt sogar noch einen zweiten. Von den Titan Squids. Und sogar noch den dritten. Holt sogar noch den vierten. Letzter Push. Ob sie die jetzt schaffen oder nicht. Das entscheidet, wer hier sich die Goldmedaille holt. Fox ist weit vorne. Fox stirbt. Knusprig, was holt den Sieg? Leute, das ist Geschichte in der DSG. Das ist Geschichte. Leute, das ist Geschichte in der DSG.